In den Bezirken Deutsch-Landsberg und Hartberg-Fürstenfeld gibt es das Projekt schon länger. Seit einem halben Jahr ist auch der Bezirk Bruckmürz-Zuschlag Pilotregion in der Erwachsenensozialarbeit. Das Sozialangebot richtet sich in erster Linie an armutsgefährdete Menschen und Mindestsicherungsbezieher. Ziel sei es, betroffene Personen durch Beratung und Betreuung von Sozialarbeitern zu stärken und soziale Probleme zu lösen, so Landesrätin Campus in einem Pressegespräch. Jeder von uns kann ganz schnell in einer Situation sein, wo er mit dem Leben einfach nicht mehr zurechtkommt, wo die Sorgen überwiegen, wo man den Job verliert, wo man vielleicht gerade eine Scheidung hinter sich hat. Und da ist es wichtig zu sagen, ihr seid nicht alleine, wir vergessen nicht auf euch, wir helfen euch. Rund 1.800 Personen haben Ende Dezember 2018 im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag Mindestsicherung bezogen. Im Rahmen der Erwachsenensozialarbeit wurden seit Juli 2018 380 Gespräche mit 118 Menschen geführt. Der Fokus liegt darauf, die Arbeitsfähigkeit von Betroffenen wiederherzustellen, einen Arbeitsplatz zu finden und somit auch das Sozialsystem zu entlasten. Finanzunterstützung ist das eine, aber die Unterstützung dabei, dass ich wieder Fuß fasse, dass ich vielleicht auch, wenn ich nicht ganz gesund bin, Therapien erhalte, dass ich Gesprächspartner habe, dass ich, was früher ein bisschen in der Familie gemacht wurde, das gibt es heute in der Form leider oft nicht mehr und da braucht man ein Miteinander und diese Sozialarbeit ist dazu da, um den Menschen wieder Mut zu machen, ganz konkret auch Möglichkeiten aufzuzeigen, zu sagen, du bist nicht alleine und wir helfen dir, dass du wieder selbstständig leben kannst. Auch in der Gemeinde Thurnau kommt das Sozialprojekt zur Anwendung. Das barrierefreie Bürgerbüro der obersteirischen Gemeinde wird auch für die Erwachsenensozialarbeit genutzt. Bei uns ist es so, dass wir einmal im Monat Sprechstunden durch zwei Sozialarbeiterinnen bei uns im barrierefreien Bürgerbüro abhalten werden, wo die Bürger die Unterstützung, die Beratung in puncto Soziales brauchen, hinkommen können, unterstützt werden bei Antragstellungen, bei diversen Beratungsleistungen. Und da bin ich sehr froh als Bürgermeister von Thurnau, weil wir ja Bürgerservice ein wichtiges Anliegen ist, dass wir dieses Projekt jetzt in Kooperation mit dem Landessozialressort durch Unterstützung unserer Soziallandesrätin Doris Campus hier realisieren können. Wieder ein Mehr an Bürgerservice bei uns in der Marktgemeinde Thurnau.